Zu meiner Person, ich heiße Jürgen Daun, bin 56 Jahre verheiratet, einen 17-jährigen Sohn. Nach Besuch des Junggymnasiums habe ich Forstwirtschaft in Göttingen studiert, schloss sich dann einen mehrjährigen, über 10 Jahre umfassende Tätigkeit im Ministerium an. 1992 bin ich dann zurückgekommen nach Holzminden und habe ein 700 Hektar Revier geleitet und seit 2006 bin ich hauptamtlicher Bürgermeister dieser Stadt. Für meine Arbeit habe ich im Wesentlichen in der Vergangenheit und werde sie auch, wenn mir das Votum gegeben wird, auch in der Zukunft drei Schwerpunkte gesetzt. Erstens die wirtschaftliche Entwicklung, denn letztendlich ist die Finanzkraft einer Stadt der Schlüssel, um alle Möglichkeiten überhaupt ausschöpfen zu können. Es ist die elementare Voraussetzung, die wir schaffen müssen. Zweitens, gesellschaftliche Teilhabe ist gerade schon angesprochen worden, aber besonders der Bereich soziale Gerechtigkeit und vor allen Dingen soziales Gewesen. Denn ich sehe unsere kommunale Aufgabe darin, nicht in Gleichmacherei und der Bevormundung, sondern unsere kommunale Aufgabe ist es, allen Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Elternhaus, auf den Ausgangspunkt der Zielgerade zu stellen. Und zwar in einer Linie, nicht einen Meter davor und nicht einen Meter dahinter, sondern unsere Aufgabe ist es, nach Möglichkeit allen gerechte Ausgangspositionen für ihren Lebensweg zu schaffen. Der dritte Punkt, das ist das Ehrenamt, denn es ist völlig klar, dass wir ohne das Ehrenamt nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft nicht auskommen werden. Wir können als kommunale Institution, als kommunale Einheit nicht alle Aufgaben von der Institution, von der staatlichen Seite her bringen, sondern wir sind zwingend auf das Ehrenamt angewiesen. Und da möchte ich allen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern ein ganz großes Kompliment machen. Ich hatte bei einer Veranstaltung des Städtetags, ich bin dort im Präsidium, mal die Gelegenheit, in einem größeren Forum unsere Stadt vorzustellen. Und das fragte mich dann der Interviewer, was zeichnet denn Holzminden aus? Und da war sofort meine Antwort, die Menschen. Denn ich kenne keine Kommune, in der die Menschen sich so hervorragend und ehrenamtlich in ihr Gemeinwesen einbringen. Es gibt dafür unzählige Beispiele, ob es darum geht, die Bürgerinitiative HWK, die damals im Grunde genommen die Hochschule gerichtet hat, die vielen Ehrenamtlichen, die in der Sozialarbeit, die Kinder an den Sport heranführen und. Das ist einfach für mich immer wieder begeisternd und ich freue mich natürlich über jede Einladung eines Vereins oder einer ehrenamtlich tätigen Institution, weil ich dann dort die Möglichkeit habe, eben auch den Dank der Stadt zu übermitteln. Er ist drei Viertel Verwaltungsleiter, also leitet diese Verwaltung verantwortlich. Er hat aber genauso gut die Aufgabe, eben als Ideengeber, aber auch als Repräsentant der Stadt Holzminden tätig zu sein. Und ich möchte Ihnen etwas sagen, was mir sehr am Herzen liegt. Das habe ich auch in meinem Programm immer so gesagt. Das ist das Ehrenamt. Das Ehrenamt merkt eigentlich, ob es Bundeslandtags- oder Kommunalwahlen ist, die Anerkennung, die man nur dann, wenn es Wahlen sind und dann kommen irgendwelche Kandidatinnen oder Kandidaten und wenn sie nicht gewählt werden, sind gewählt und sind dann wieder verschwunden. Ich sage, wenn ein Verein eine Jahreshauptversammlung hat, dann ist es eine Zusammenfassung von ehrenamtlichen Arbeiten und Stunden aus einem ganzen Jahr. Und da ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass dann der Bürgermeister dort, wenn er denn eingeladen ist, in persona erscheint. Und um das auch deutlich zu sagen, diese Termine sind ausschließlich, weil sie im Ehrenamt stattfinden, abends, nach meiner Tätigkeit als Verwaltungsleiter und am Wochenende. Es geht also nicht von der Leitung Arbeitszeit als verantwortlicher Verwaltungsleiter ab. Dann haben Sie mich gefragt, was ich denn allein bisher geleistet habe. Ich habe es Ihnen vorhin versucht, deutlich zu machen, die wirtschaftliche Entwicklung war ja am Anfang ein intensives Thema und ein Marktpunkt für eine wirtschaftliche Entwicklung ist anerkannterweise, das können Sie in der Literatur nachlesen, die Investitionsbereitschaft der jeweils dort vorhandenen Industrie. Und da haben wir von 2006, von einem einstelligen Millionenbetrag, liegen wir jetzt wahrscheinlich in 2014 bei 40 Millionen Euro. Das ist doch etwas, das ist ein Hinweis darauf, dass wir da nicht so falsch unterwegs waren. Zweite Geschichte, ich hatte Ihnen dargestellt, dass wir den Haushalt seit 2006 ausgeglichen dargestellt haben, gleichwohl erhebliche Investitionen vorgenommen haben. Ich habe Ihnen dargestellt, dass wir im Bereich Kinder und Soziales viele Sachen auf den Weg gebracht haben, die andere nicht haben.